Halli, hallo, hallöle, willkommen zurück zu Pokémon Unite. Und es gibt wieder etwas, und zwar ein Spielchen. Da heute an dem Tag, an dem das Video kommt, übrigens um 21 Uhr bis 7 Uhr, glaube ich, morgens. Ist es 21 Uhr? Ich glaube 21 Uhr bis 7 Uhr morgens. Ich weiß gar nicht, ob es UTC ist, auch. Wartungsarbeiten sind, werde ich jetzt zwei Videos aufnehmen, allerdings ein bisschen versetzt. Wenn es UTC ist, müsste ich es um 3 Uhr nachts aufnehmen, zwar, aber das kriegen wir hin. So, ich möchte Glurak nehmen, danke. Da ich Spätschicht habe, kann ich immer noch genug schlafen, ich muss ja nicht gleich rendern, das kann ich immer noch später machen. Ha! Das heißt, das Video, was morgen kommt, ist dann etwas später aufgezeichnet. Warum? Wegen den Aufgaben, ne? Die ja dann immer erst... Ne, nicht 3 Uhr, 2 Uhr nachts reicht ja aus. 2 Uhr ist ja UTC. Für mich ist jetzt 0 Uhr 43, also es geht noch. Ja, ich bin noch so fit. Ich muss ja nochmal kurz. Ich guck mal nochmal, wann genau die Wartungsarbeiten sind. Pokémon Unite Wartungsarbeiten. Um es genau zu sagen. Ja, genau. Da steht's UTC, also wäre das Samstag. Also wäre es 21. September um 23 Uhr bis 22. September 9 Uhr. Das hat was mit dem Release zu tun, der Mobilversion von Pokémon Unite. Am 22. also morgen. Und daher die Wartungsarbeit von 23 bis 9 Uhr. Könnte man sagen, ich arbeite bis 22 Uhr, warum mache ich es nicht danach? Nein. Nein. Never. Ich laufe Froxy hinterher. Also wir machen wieder ein bisschen Verfolgungsjagd. Na toll. Das Problem ist, sind Punkte erzielt. Jo, einfach mal abgeschossen. Meine Güte, das zielt immer komplett irgendwo hin.
Wieder tot. Darf ich mal Punkte machen? Ja, es ging an Rotom ans Gegnerteam irgendwie, Rotom. Also wieder komplett falsch. Hier funktioniert gerade gar nichts. Ganze Zeit X drücken bringt übrigens nichts, ne? Muss ja auch X gedrückt halten, um rein zu zielen. Wie man merkt, ich komme noch nicht mal zum Leveln. Wenn die Gegner uns fertig machen und leveln. Jetzt reicht's mir. Ich gehe jetzt unten lang. Ich hab keinen Bock mehr. Ich ignoriere jetzt einfach da oben alles. Um unten zu sterben. Das Gute auf diesem Scoreboard ist, man sieht nicht, wie oft man gestorben ist. Das ist so ein Wert, der wird hier nicht angezeigt. Weil irrelevant. Hauptsache deine eigenen Kills. Davon hat übrigens Bisa Flor gerade mal schon mal 12 Stück. Während ich nur einen umgebracht habe und 2 Assists. Mit Blue Texo. Ich bin auch nicht mal Glurak. Jetzt bin ich Glurak.
Cool. Warum müssten gerade diese Kiefer-Pokémon da auftauchen? Wir hätten das Spiel programmiert. So, ich habe noch mal Punkte gemacht. Tot. You lose. Okay. Ja, gut. Wir haben ganz knapp verloren. Würde ich mal so sagen. Next. Wir ignorieren das einfach. Wir machen weiter. Ich und auch steigen. Nicht in diesem Leben. Es kann losgehen. I am ready. Cool. Ich mache jetzt wieder meinen eigenen Weg. Funktioniert ja hier nichts. Folgen bringt also nichts. Maukzi? Was ist denn Maukzi für ein Name hier? Maukzi. Und ein Sadly Late. Ja, klau mir alles.
Tod. Nummer 1. Soll ich die mal mitzählen? Bestimmt doppelt stellig. Zweistellig meine ich. Doppelt stellig. Noob. Wer kennt's nicht? Doppelt stellig. Typeneffektivitäten sind ja hier in dem MOBA so ein bisschen irrelevant. Weil sonst wäre einiges so ein bisschen rigged. Tot. Ihr müsst die töten. Oh Gott, wir sind alle tot. Tod Nummer 3. Stirb an keinem anderen Tag, sondern heute. Jetzt oben lang. Pokémon sind erschienen. Hier wahrscheinlich Rotom. Mal gestorben, aber ich hatte eh keine Punkte. Die anderen hatten ja eh alles irgendwie gemacht. Ja. Stirb oder du stirbst. Lorak. Verschwinden hier immer so Tore. Ich weiß auch nicht warum.
Und manchmal leckt es auch ein bisschen. Wenn ich da so rumeier. Ja, okay. We are really struggling. What a goal! What a goal! Time's up. You lose. Nochmal. Okay. Doppel verlieren ist immer gut. Denn wer gut stirbt, verliert besser. Oder so. Ja, nimm mal wieder was weg da. Hier, komm. Wir nehmen erstmal alles an hier, was wir so annehmen können. Ein bisschen Münzen, ein bisschen Tickets. Battle Pass. Ja. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne eine positive Bewertung dalassen.
Natürlich könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao, ciao.